Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mindful Muse. Mein Name ist Lisa und ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ich möchte nämlich heute mit dir über deinen Aszendenten sprechen. Und zu Anfang möchte ich erstmal klären, okay, was ist überhaupt der Aszendent? Also es ist ja nicht irgendwie jetzt wie Mars, Venus, Sonne oder Mond irgendwie ein Planet, sondern es ist eben ein Punkt und es ist eben das Zeichen, was am östlichen Horizont im Moment deiner Geburt aufgestiegen ist. Und im Englischen heißt es deswegen eben auch das Rising Sign. Und es repräsentiert eben einmal unsere Erscheinung, aber eben auch, wie wir auf die Welt reagieren, wie eben die innere und die äußere aufeinander trifft, ne? Wie wir mit anderen agieren. Es ist eben auch so unsere Persona, die Figur, die wir irgendwie darstellen. Manche sagen auch, es ist wie so eine Maske irgendwie, die wir tragen, unter der sich dann eben so unsere Sonne, also unser Sternzeichen befindet. Ja, wie auch schon bei den Sternzeichen-Videos kann das natürlich nur eine Verallgemeinerung sein. Also wenn du dich jetzt hier nicht 100% damit identifizieren kannst, dann liegt es natürlich daran, dass dein Horoskop aus ganz vielen verschiedenen Punkten besteht und eben nicht nur aus deinem Sternzeichen oder dem Aszendenten. Aber meistens ist es schon so, dass wir uns darin irgendwie so ein bisschen wiedererkennen können. Gerade der Aszendent ist ja schon etwas, was wir eben sehr nach außen tragen. Manche sagen auch, es ist wie so das erste Date, ne? Also wenn die Person dich das erste Mal trifft, der erste Eindruck. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dieses Video dir ein bisschen weiterhelfen kann, dass du dich vielleicht ein bisschen selbst reflektieren kannst. Und wir steigen einfach mal direkt ein mit deinem Aszendenten. Der Aszendent Krebs ist einfach unglaublich einfühlsam, emotional, weich, sensibel und ja sehr, sehr feinfühlig. Also generell Wasserzeichen haben so ja wie so einen höheren Sinn irgendwie, also sind verbunden zu so einem spirituellen irgendwie von Natur aus schon. Als Krebs bist du unglaublich empathisch und intuitiv und ja kannst eben so richtig in die Menschen reinspüren und siehst oftmals irgendwie den Antrieb der Leute oder die Motivation hinter irgendwelchen Dingen, die sie tun, ohne dass die Person das jetzt irgendwie direkt ausgesprochen hat. Also du kannst da irgendwie so zwischen den Linien irgendwie lesen, weil du eben alles so spürst, so einfach sehr, sehr sensibel zu diesen ganzen Frequenzen bist. Oftmals redest du sehr, sehr langsam und intensiv. Also alles hat irgendwie so eine schwere Bedeutung, alles hat irgendwie so einen höheren Sinn, ja. Also es ist alles so ein bisschen langsamer und ja, wie in Zeitlupe. Also auch dieser Kontakt halten mit den Augen zum Beispiel. Am Anfang allerdings ist es eher so, dass du so ein bisschen zurückhaltend bist und eher so ein bisschen, ja, vorsichtig vielleicht sogar schon so ein bisschen, aber auch so eine schüchterne Art. Also der Krebs, wenn man sich den als Tier anschaut, dann hat er ja auch irgendwie so eine harte Schale und dann so einen ganz weichen Kern. Also man muss erstmal mit dir warm werden, bevor du einen richtig so ins Herz schließen kannst. Wenn man diesen Punkt halt erreicht hat, dann gibst du einmal bald so ein richtiges Zuhausegefühl. Ja, der Krebs steht ja auch für die Mutter und für das Zuhause und man fühlt sich einfach wirklich willkommen bei dir, wenn man da einmal durchgeknackt ist. Das Problem ist aber oftmals, bis man da hinkommt, muss man eben erstmal diese Anfangshürden bei dir so ein bisschen nehmen. Und der Krebs wird ja vom Mond beherrscht und der Mond ist einfach ein sehr sich wandelnder Planet. Also es ist ja kein wirklicher Planet, man nennt es in der Astrologie trotzdem Planet. Der bewegt sich ja am allerschnellsten durch unseren Zodiac-Ring und das heißt, er nimmt ganz viele verschiedene Qualitäten an. Ja? Also genauso wandelbar bist du halt auch. Ne? Du bist sehr, sehr launisch, du kannst oft gereizt sein. So. Es ist irgendwie auch mal impulsiv. Du reagierst irgendwie zickig, wenn irgendwas passiert. Du fühlst dich angegriffen ohne Grund. Und dieses Verhalten, das stößt halt Menschen oftmals weg von dir. Ne? Also das ist so ein bisschen irritierend für Leute und die finden es so ein bisschen komisch, können damit irgendwie nicht wirklich was anfangen. Und deswegen muss die Person schon auch wirklich einen Willen irgendwie haben, dich näher kennenzulernen, dich tiefer kennenzulernen, um da dahinter zu gucken und damit dann wirklich eine Freundschaft entstehen kann. Diese ganze launische Art kommt natürlich auch dadurch, dass du einfach hochsensibel bist und feinfühlig. Ne? Diese ganzen Frequenzen und Energien, die von überall reinkommen, die spürst du einfach, du nimmst die auf wie so ein Schwamm, ja? Und wenn du jetzt in den Raum reinkommst und da ist irgendwie jemand schlecht gelaunt oder so, dann nimmst du das auf und kannst ganz schlecht unterscheiden, okay, bin ich das jetzt, ist das der andere so und dann bist du auch schlecht gelaunt und das kostet schon wirklich viel Zeit und Training für so einen Krebsaszendenten, bis der wirklich versteht, okay, das bin ich, das ist der andere, da kann ich mich jetzt unterscheiden und kann ich mich jetzt abgrenzen. Also da wirst du viele Jahre dran arbeiten, bis du wirklich dafür ein Bewusstsein erlangst und dann auch wirklich irgendwie deine Grenzen ziehen kannst und dich vielleicht auch aus Situationen rausnehmen kannst, wo du merkst, okay, nee, das wühlt mich zu sehr auf, so, das reißt mich jetzt mit, so, da will ich nicht reinsteigen, so, ich muss mich jetzt irgendwie hier entfernen. Weil wie schon gesagt, ansonsten passiert es halt oftmals, dass du dich angegriffen fühlst oder so und dann mega genervt reagierst, zickig reagierst, nicht einordnen kannst, warum du jetzt schlechte Laune hast, so. Also da, dieses Feinfühlige, ne, das musst du dann irgendwann zu deinem Geschenk machen, ne, zu deinem Talent und verstehen, so okay,
ich spüre einfach mehr als andere und das ist, warum ich jetzt irgendwie aus meiner Mitte komme, aus meiner Ruhe und dann kannst du das nämlich auch wirklich so einsetzen für dich. Du merkst jede Veränderung im Raum, ne? Du nimmst kleinste Gestiken und Mimiken wahr, ne? Du kannst Menschen lesen. Das sind ja alles Informationen. Das ist wie so ein ständiges Studieren von Menschen und deren Eigenschaften und den Eigenarten. Und dadurch kannst du natürlich so viel aufnehmen und die dann immer besser lesen und das natürlich auch für dich nutzen, ne? Also da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu manipulativ wird. Aber man kann natürlich auch wirklich das so zu seinem Vorteil irgendwie einsetzen und eben so eine intelligente Umgehensweise mit Menschen erlernen, ne? Wenn du irgendwie weißt, okay, was sind ihre Motive, ihre Meinungen, ihre Gewohnheiten, ihre Gedanken so und wie kannst du daraus irgendwie was lernen? Dann kannst du das nämlich auch zum Beispiel in deinem Business oder so einsetzen, ja? Also dieses Gespür, dass du halt weißt, okay, was wollen die Menschen und was sind ihre Intentionen und warum handeln die, warum kaufen die? Also da kannst du auf jeden Fall ganz viel zu deinem Vorteil auch rauslesen und du bist halt auch extrem kreativ. Also Wasserzeichen generell haben was Kreatives, aber der Krebs hat halt wirklich so eine Gabe auch irgendwie, das zum Beispiel in Gedichten auszudrücken oder zu malen. Also diese hohe Imaginationsfähigkeit ist einfach wirklich so ein wunderbares Geschenk, was du auf jeden Fall unbedingt in irgendeiner Form umsetzen musst. Van Gogh und Dali sind zum Beispiel beides berühmte Maler gewesen, die Krebsaszendenten waren. Und da finde ich, kann man total diese Qualität drin lesen. Wenn es jetzt ums Geschäftliche geht, dann bist du jetzt nicht so der Risikofreund. Also bist schon eher so ein bisschen vorsichtig. Und es ist eher so wie beim Stier zum Beispiel, dass du eben nicht so viele Ressourcen von Anfang an mithattest und dir irgendwie alles so erkämpfen musst. Also so Schritt für Schritt irgendwie, um ans Ziel zu kommen. Aber du bist sehr hartnäckig. Also du willst schon was erreichen. Ne? Also es soll schon irgendwie sein, dass du dir irgendwann ein Fundament kreierst. Und wenn du das nicht hast, ne, dann geht es dir auch oftmals nicht so gut, weil du schon nach Sicherheit strebst. Also emotionale Sicherheit kommt natürlich auch irgendwo aus einer materiellen Stabilität und einer Sicherheit heraus. Und in irgendeiner Form sehnst du dich schon nach Erfolg. Aber mehr als den Erfolg sehnst du eigentlich dann irgendwie die Anerkennung. Also du musst jetzt nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen und immer das Scheinwerferlicht auf dich haben, aber du möchtest schon gesehen werden, also für deine Taten, für deinen Erfolg, du willst anerkannt werden. Weil wenn du das nicht hast, dann tendierst du so ein bisschen dazu, irgendwie dich selbst zu bemitleiden, also so ein bisschen die Pity-Party. Also so dieses typische Krebs-Quengeln und Jammern, so bis dann jemand kommt und sagt, nein, du bist so amazing, wir lieben dich. So, das kann auf jeden Fall bei dem Aszendenten auch mal schnell raufkommen. Dein Deszendent ist eben der Steinbock und der Deszendent liegt gegenüber von unserem Aszendenten und stellt oftmals irgendwie so einen Schattenpunkt bei uns dar. Das ist sowas, was uns irgendwie ein bisschen irritiert in anderen Menschen und gleichzeitig anzieht und fasziniert und was wir eben über andere in uns integrieren können und über uns lernen können, da wir ja auch alles eben in uns tragen. Und mit dem Deszendent Steinbock nimmst du halt die Menschen eher so ein bisschen als unhöflich, grob, harsch, vielleicht sogar ein bisschen primitiv irgendwie wahr. Also die sind nicht richtig verbunden mit ihren Emotionen. Die Welt ist irgendwie voll mit Hass und irgendwie Gemeinheiten und die Natur ist fragil und niemand rettet jetzt die Welt. Und dann ist es manchmal eben so, dass du total viel Weltschmerz spürst und dass dich das runterziehst, weil du alle anderen eben so als nicht verbunden siehst und kann ich das einfach extrem belasten und da ist es halt auch wieder diese Hochsensibilität, die reinkommt. Also da ist es wichtig, sich irgendwie abzugrenzen und zu verstehen, dass wir alle auch zwischendrin mal irgendwie hart sein müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Wenn man sich jetzt deinen Soul Purpose anschaut, also der Mond ist ja dein herrschender Planet und der ist einfach sehr, sehr weich und nährend und irgendwie passiv und also du hast halt wirklich so diese Mutterenergie in dir drinnen und da geht es halt wirklich darum, okay, ich muss nicht nur andere nähren, sondern ich muss auch mich nähren, weil du tendierst auf jeden Fall dazu, dass du irgendwie dich verlierst im Umsorgen von anderen Menschen, dass du dich irgendwie nur gut fühlst in dem Moment, wo du dich für andere aufgibst und irgendwie in deinem Kopf drin hast, dass das der Weg ist. Also nur wenn du dich irgendwie verlierst, dann machst du es richtig, dann ist irgendwie deine Aufgabe erfüllt. Aber du musst die Aufgabe vielmehr darin finden, dass du eben auch für dich so der Fels in der Brandung bist. Ne? Also du kannst es gerne auch natürlich für andere sein. Also das ist auf jeden Fall dein Soul Purpose. So für andere eben dieses Zuhause irgendwie zu geben, diese Stabilität. Aber du musst unbedingt lernen, das auch für dich zu machen. Unbedingt lernen, dich um dich selbst zu kümmern, für dich selbst da zu sein, dich selbst einfach immer unabdinglich zu leben. Weil nur dann kannst du wirklich erfolgreich sein. Nur dann kannst du wirklich irgendwie die Welt verbessern. Nur dann kannst du irgendwie so eine Familie und eine Gemeinschaft irgendwie aufbauen auf einem stabilen Fundament, ne, damit es irgendwie wachsen kann, damit es irgendwie gedeihen kann. Und das ist auf jeden Fall dein Soul Purpose.
Vom Aussehen her ist es so, dass der Krebs einfach meistens so ganz warme, strahlende Augen hat. Also egal welche Farbe jetzt, die sind einfach so herzlich und ja, man wird so reingezogen irgendwie in die. Oftmals ist es so, dass die Glieder, also Arme und Beine, eher so ein bisschen dünner sind und der Krebs aber dazu tendiert, dass er eben in der Mitte des Körpers irgendwie so ein bisschen mehr zulegt, auch vielleicht, wenn er älter wird. Das ist ja wie, wenn man sich den Krebs jetzt auch so ein bisschen visuell vorstellt. Der Krebs herrscht halt eben auch über den Bauch. Und oftmals ist es so, dass sie eine lustige Gangart haben oder vielleicht auch beim Tanzen irgendwie lustige Bewegungen machen, weil der Krebs hat ja auch so was ganz Besonderes, ne? Es ist einfach so die Art, wie der läuft irgendwie, dieses Seitliche und so. Also manchmal ist es irgendwie nur so eine lustige Art und Weise, wie sie die Arme schwingen oder einfach so einen bestimmten Bounce oder sowas. Also irgendwas, was dich in deinem Laufen so ein bisschen besonders macht. Als berühmte Beispiele habe ich eben noch Cameron Diaz und Angelina Jolie und Julia Roberts rausgenommen als weibliche Beispiele, weil ich finde, die haben eben diese warme, mütterliche Ausstrahlung und da kann man das irgendwie ganz gut sehen. Ich habe es ja schon gesagt, Van Gogh und Dali sind eben diejenigen, die dieses Kreative so richtig und diese Imagination in die Welt gebracht haben. Und dann Bill Gates, also ich finde, der ist ein ganz gutes Beispiel, wo man merken kann, dass eben dieses Lesen der Menschen einen dazu bringt, dass man weiß, wie man eben Geschäfte macht, wie man viel Geld verdient. Ja, ob das jetzt irgendwie positiv oder negativ ist, ist jetzt mal beiseite gesetzt. Und dann, weil es eben gerade auch einfach so medial die ganze Zeit rumgeht, ist Ye, also Kanye West, der ist eben auch Krebsaszendent. Das fand ich auch ganz interessant. Naja, ansonsten hoffe ich einfach, dass dieses Video dir weitergeholfen hat, dass du irgendwas über dich lernen und mitnehmen konntest. Und ich freue mich natürlich total, wenn du mir in den Kommentaren vielleicht deine eigene Erfahrung als Krebsaszendent irgendwie mit mir teilst, dass du mir vielleicht ein Like hinterlässt oder sogar meinen Kanal abonnierst. Da hilfst du mir unglaublich weiter. Und ja, ansonsten pass einfach auf dich auf. Alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Namaste.